Hallo zusammen. Das ist das, was man in Wirklichkeit als Pferdestärke bezeichnet. Auch wenn Pferde längst nicht mehr als Hauptfortbewegungsmittel dienen, hat sich dadurch ihre Kraft nicht vermindert. Heute erzählen wir euch von Pferderassen, mit denen längst nicht jeder Pferdezüchter fertig wird. Russisches Kaltblut. Genau auf solchen Pferden müssen russische Zaren geritten sein. Das schwirrt einem beim Anblick dieser über eine halbe Tonne schweren Hengste durch den Kopf. In Wirklichkeit ist diese Rasse, die den Namen russisches Kaltblut trägt, erst vor 100 Jahren als Kreuzung zwischen Ardenner und Brabanter entstanden. Trotz des furchteinflößenden Erscheinungsbilds und der riesigen Körpergröße sind diese Pferde sehr lieb. Sie gewöhnen sich schnell an neue Besitzer und sind sehr lernfähig. Das heißt aber nicht, dass sie ihren starken Charakter nie zeigen würden, wenn ihnen irgendetwas nicht passt. Belgisches Kaltblut oder Brabanter. Wie gefällt euch dieser Schönling? Das ist ein entfernterer Verwandter des russischen Kaltbluts namens Belgisches Kaltblut oder Brabanter. Die Rasse ist mindestens seit dem Mittelalter bekannt. Doch anders als heute, wo sie hauptsächlich in der Landwirtschaft oder bei Ausstellungen zu sehen ist, wurde sie damals vorwiegend als Armeepferd eingesetzt. Und übrigens, bei diesen Pferden werden die Schweife nicht aus ästhetischen, sondern aus praktischen Gründen kurz geschnitten. So wird vermieden, dass sie sich in landwirtschaftlichen Geräten verheddern. Und im Mittelalter wurden die Brabanter von schwer bewaffneten Rittern benutzt, was nicht verwunderlich ist. Denn ein solcher Riese bringt im Schnitt eine Tonne auf die Waage. Dabei liegt die Widerrisshöhe des Brabanters bei Hengsten bei 170 cm. Heutzutage dienen die belgischen Kaltblüter als Helfer in allen möglichen Bereichen, von Rindviehhaltung bis hin zur Holzwirtschaft. Außerdem gilt ihr zartes Fleisch in Belgien als Delikatesse. Shire Horse. Auch die Briten haben ihre eigene Kaltblutrasse und sie heißt Shire Horse. Diese Pferde können ein mehrere Tonnen schweres Flugzeug mit ihrer Muskelkraft bewegen. Kein Wunder, sie können ja selbst bis zu 1200 Kilogramm schwer werden und in Einzelfällen sogar darüber hinaus. Traditionell wurde diese Rasse von den Briten zur Beförderung schwerer Güter eingesetzt, unter anderem von ungewöhnlichen. So werden die Shires bis heute zum Transport von Bierfässern verwendet. Und übrigens, eine Legende besagt, dass sie oder zumindest ihre Vorfahren bereits im 1. Jahrhundert nach Christi auf den britischen Inseln existierten. Genau damals wurden sie vom römischen Eroberern zum ersten Mal gesichtet. Nicht nur die Körpergröße, sondern auch der Charakter der Pferde hat die Römer schwer beeindruckt. Die Legionäre waren laut historischen Quellen erstaunt, wie unerschrocken sie mitten in ihren Reihen rasten. Mittlerweile werden die Shires bei den Paraden der britischen Hofkavallerie eingesetzt, bei denen sie von den Trommlern des königlichen Orchesters geritten werden. Und in der restlichen Zeit verwendet man sie bei Shows, für persönliche Zwecke und zur Selektion. Percheron. Guckt euch diese schicke Fellfarbe nur an. Man sieht sofort, dass es ein Franzose ist, genauer gesagt ein Percheron. Die Kaltblutrasse wurde nach dem Perche-Gebiet im Nordwesten Frankreichs benannt, wo sie laut Überlieferung bereits zur Zeit von Julius Caesar entstanden ist. Im Zeitalter des Rittertums wurden ihre Eigenschaften dahingehend verbessert, dass Ritter mit schwerer Rüstung darauf reiten konnten. Und später wurden die Kaltblüter hauptsächlich als Zugpferde eingesetzt, die so gut wie alle landwirtschaftlichen Güter transportieren konnten. Und das mit ziemlich flotter Geschwindigkeit. Interessant ist, dass der Schweif bei ihnen früher ebenfalls kopiert wurde. Aber irgendwann gelang es den Tierschützern zu beweisen, dass die Pferde dadurch leiden, weil sie so keine lästigen Insekten von sich fernhalten können. Und so kam es, dass das Kopieren von Schwänzen, zumindest in Frankreich, verboten wurde. Mittlerweile wird diese Pferderasse in der Landwirtschaft und zum Kutschieren von Touristen eingesetzt. Stellt euch mal vor, ein Percheron kann über 50 Kilometer pro Tag zurücklegen. Jakutenpferd. Das hier ist eines der zähesten Kaltblüter der Welt namens Jakutenpferd. Es erträgt Temperaturen von bis zu minus 60 Grad Celsius. Und das Erstaunlichste ist, dass es nicht der Verdienst der Züchter ist. Die Vertreter dieser Rasse haben die Fähigkeit im Zuge der natürlichen Auslese im frostigen Klima der russischen Region Jakutien entwickelt. Sie haben eine durchschnittliche Widerristhöhe von 140 cm, fast wie Ponys, und wiegen ein wenig mehr als eine halbe Tonne. Das Jakutenpferd mag nicht so stark sein wie seine Verwandten, die wir vorhin gesehen haben. Dafür würde im Gegensatz zu ihm keiner von ihnen den harten sibirischen Winter überleben. Tinker.
Kaum ein anderes Pferd sieht vor einer verschneiten Landschaft besser aus als ein Tinker. Diese Rasse wird auch Irish Cob genannt und wurde erst vor ein paar Jahrzehnten offiziell anerkannt. Dafür ist sie sehr schnell populär geworden. So zählt sie heute zum Beispiel in den USA nicht nur zu den gefragtesten, sondern auch zu den teuersten Pferderassen des Landes. Im Durchschnitt kostet ein Hengst zwischen $10,000 und $25,000. Zum Vergleich, ein herkömmliches Pferd ist zu einem Preis von unter $1,000 zu haben. Das ist aber nicht weiter verwunderlich. Guckt euch allein diesen wunderschönen, dichten Fesselbehang an. Die Tinker sind in der Haltung sehr pflegeleicht. Das liegt an ihrer Nomadenvergangenheit und daran, dass sie mit beinahe jedem Klima zurechtkommen und recht anspruchslos in Sachen Ernährung sind. Obwohl Tinker sehr starke Pferde sind, werden sie kaum als Arbeitspferde eingesetzt. In der Regel werden sie zum Reiten oder bei Pferdeshows eingesetzt. Suffolk Punch. Dieses irische Kaltblut ist im 16. Jahrhundert in der Grafschaft Suffolk zur Arbeit in der Landwirtschaft gezüchtet worden. Die starken Beine und außerordentlichen Zugkräfte machten das Suffolk Punch zum unverzichtbaren Helfer auf den tonhaltigen Feldern Ostgroßbritanniens. Doch in der Zeit der Mechanisierung, also 4 Jahrhunderte später, hat die Rasse zunehmend an Bedeutung verloren. Das war der Grund, warum sich ihr Bestand gegen Ende des vorigen Jahrhunderts auf kaum mehr als 10 Exemplare belief. Zum Glück konnte sie dennoch erhalten werden. Heutzutage werden Suffolk Punch Pferde ähnlich wie Shires bei Pferdeshows zum Kutschieren von Touristen und sogar bei Feldarbeiten eingesetzt, auch wenn sie immer noch als selten gelten. Clydesdale. Und so sehen schottische Kaltblutpferde aus. Beeindruckend, nicht wahr? Die Rasse ist als Kreuzung aus Shire Horse und Flamländer entstanden und trägt den Namen Clydesdale. Das Clydesdale kann man wohl als das kraftvollste Kaltblut der Erde bezeichnen. Ende des 19. Jahrhunderts haben zwei Hengste dieser Rasse einen Rekord aufgestellt, der bis heute ungebrochen ist. Sie haben eine Last von 128 Tonnen bewegt. Heute sind Clydesdales vor allem in den Vereinigten Staaten als Showpferde hoch geschätzt. Man setzt sie bei Stadtparaden und speziellen Vergnügungsveranstaltungen ein, bei denen sie traditionelles Geschirr tragen. Außerdem sind sie immer beim wichtigsten Sportevent der USA, dem Super Bowl, zu bestaunen. Boulonnais. Wäre eine Gruppe von Enthusiasten nicht gewesen, wäre diese Pferderasse nicht mehr existent. Die Geschichte der Boulonnais reicht in die Römerzeit zurück. Doch zum Verhängnis wurden ihr weder der technische Fortschritt noch ausländische Eroberer, sondern die beiden Weltkriege. Die Sache ist die, dass die französische Region Nord-Pas-de-Calais, in der diese Kaltblutrasse gezüchtet wurde, von den globalen Konflikten stark betroffen war. Ein solches Pferd bringt höchstens 1 Tonne auf die Waage, aber es ist trotzdem unglaublich stark. Doch es besticht vor allem durch sein Erscheinungsbild, nämlich durch die wunderschöne Fellfarbe, die in den verschiedenen Weißtönen schimmert. Darüber hinaus haben Boulonnais sehr schnelle und starke Beine, wodurch sie nicht selten als Gespannpferde eingesetzt wurden. Friese. Dieser Schönling wird zu Recht als schwarzes Gold Hollands bezeichnet. So einen Hengst stellt man sich eher zum Beispiel am Set von Herr der Ringe vor, als vor einem vollbeladenen Karren, nicht wahr? Das ist ein Friese. Friesen werden heute ausschließlich auf die schwarze Farbe des Rappen selektiert. Sie haben einen grazilen Körperbau und eine wunderschöne Mähne. Gezüchtet wurden sie vor mehreren Jahrhunderten in der niederländischen Provinz Friesland. Zunächst kamen sie als Kriegspferde und später als Fahrpferde sowie bei feierlichen Anlässen zum Einsatz. Der Friese gilt heute als Elite-Pferderasse und wird häufig im Film sowie im Pferdesport eingesetzt. Berber. Was ist wichtig für ein Pferd, das in Nordafrika lebt? Natürlich die Fähigkeit, die unsägliche Hitze und die Wasserknappheit zu ertragen. Und der Berber kann es wie kein anderes Pferd auf der Erde. Diese Rasse entstand vor mehreren Jahrhunderten auf dem afrikanischen Kontinent. Die extrem dünne Haut hilft dem Berber dabei, unter den harten klimatischen Bedingungen zu überleben. Als eine der ältesten, kultiviertesten Pferderassen der Welt spielte der Berber eine große Rolle bei der Züchtung zahlreicher Rennpferderassen, darunter des Andalusias, bei dem es sich wohl um die bekannteste Rennpferderasse handelt, die aus einer Kreuzung mit dem Berber entstanden ist. Appaloosa. Keine Sorge, dem Gesellen geht es gut, auch wenn seine Fellfarbe ganz schön ungewöhnlich ist. Das ist ein Appaloosa.
Die Rasse wurde von den Ureinwohnern Nordamerikas geschaffen. Manche Appaloosa haben auch eine schwarz-weiße Fellfärbung und sehen ein wenig wie Dalmatiner aus. Sie haben einen ziemlich zierlichen Körperbau, aber das bedeutet bei weitem nicht, dass sie nicht zäh wären. Im Gegenteil, die Indianer haben sie sogar als Kriegspferde benutzt. Und heutzutage kommen sie meistens als Showpferde sowie in verschiedenen Unterhaltungsbranchen wie Film zum Einsatz. Zebroide. Dies ist eine weitere Rasse, die eine für Pferde total ungewöhnliche Fellfarbe aufweist. Es ist ein Zebroid. So werden Hybriden innerhalb der Gattung Pferde aus Kreuzungen zwischen einem Zebra und einer anderen Pferdeart bezeichnet. Manchmal nennt man so auch Kreuzungen aus Esel und Pony. Sie entstand Anfang des 19. Jahrhunderts. Diese Tiere sind zwar ziemlich leistungsfähig, doch leider haben sie oft entweder eine schwache Gesundheit oder sterben bei der Geburt, so wie die meisten künstlich gezüchteten Tiere auch. Außerdem sollen sie laut Experten einen miesen Charakter haben. Vielleicht kriegst du Fans auf TikTok. Möchtest du Fans auf TikTok haben? Nein? Keine Fans? Keine Likes. Damit neigt sich unsere Pferdeparade dem Ende zu. Lasst ein Like da, wenn ihr heute etwas Neues erfahren habt. Und wir machen uns schon mal an das nächste interessante Video für euch.